Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wie schon am letzten Sonntag erzählt, Geschichten sind Teil unseres Lebens. Und auch wenn es um den Glauben geht, gehören Geschichten dazu. Nun wünschten wir uns zwar im Glauben manchmal, dass wir so direkte Antworten von Gott bekämen, wenn wir irgendwas haben, was uns bewegt, dass wir dann einfach in die Bibel schauen und erkennen, ach, das ist die Antwort, so mache ich's. Aber das war schon damals nicht so. Damals war es so, dass Menschen auch Jesus gefragt haben, wie ist das? Und Jesus hat ganz oft mit Geschichten geantwortet, also gar nicht direkt. Geschichten beziehungsweise Gleichnissen. Dabei ist ein Gleichnis, so kann man das sagen, eine kleine Geschichte mit einer großen Wahrheit. Also eine Geschichte, wo etwas ganz Großes wiedergegeben wird. Oder um es noch genauer zu sagen, den Satz vom letzten Sonntag noch einmal für euch zur Erinnerung. In dem Gedanken aus einem vertrauten Gebiet in ein unbekanntes Terrain übertragen werden, lernt man Wahrheit im Unbekannten durch das, was einem im Bekannten bereits vertraut ist. Ein Schlangensatz, ich weiß. Aber ihr werdet heute auch wieder merken, was das bedeutet. Das heißt aber auch für uns, wenn wir uns die Gleichnisse anschauen, dass wir auch immer den kulturellen Hintergrund mit bedenken müssen. Was haben die Menschen damals gedacht, wenn sie sowas gehört haben? Auch in unserem heutigen Gleichnis, wir hörten es bereits eben in der Lesung, benutzt Jesus etwas, den Menschen aus seiner Zeit Vertrautes bzw. Bekanntes. Das Bekannte verbirgt sich im zweiten Abschnitt des Gleichnisses. Es ist der Aspekt der Schuldhaft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber zur damaligen Zeit war es so, wenn ein Mensch einem anderen Menschen Geld schuldete, das er nicht zurückbezahlen konnte, da hatte der Gläubiger rechtlich die Möglichkeit, den Schuldner verhaften zu lassen und ins Gefängnis zu werfen. Die Schuldhaft sozusagen. Das war damals ein völlig normaler Vorgang. Entweder hatte der Schuldner dann doch Geld und rückte damit raus, oder aber seine Verwandtschaft legte zusammen und löste ihn aus dem Gefängnis aus. Das Gefängnis war sozusagen ein Druckmittel und entsprach, wie gesagt, den Gepflogenheiten der damaligen Zeit. Auch heute ist das ja noch so, dass Schulden, die nicht bezahlt werden, ja, sage ich mal, irgendwann vom Gerichtsvollzieher eingezogen werden. Und in manchen Fällen droht auch heutigen Schuldnern die Gefängnisstrafe. Das ist also bis heute so ähnlich geregelt und nichts, wo man sich eigentlich ja aufregen müsste, ist so, rechtliches System. Wenn man jetzt im Gleichnis nur diesen Abschnitt hören würde, dann würde man sagen und hätte sich auch gedacht, na klar, wenn mir jemand etwas schuldet, dann hätte ich es selbstverständlich gerne wieder zurück und zwar möglichst 1:1 auf Heller und Pfennig. Soweit also die den Menschen bekannte Schuldhaft. Jetzt macht Jesus aber was? Er setzt in seinem Gleichnis dieses bekannte Vorgehen aus dem Finanzbereich in einen neuen Zusammenhang. Er tut dies, wie immer bei den Gleichnissen, aufgrund einer ganz konkreten Situation. In diesem Fall einer Frage, die Petrus stellt. Es heißt, da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug? 7-mal? Ist eins. Da ist es genau noch vielleicht. Wie schon in der letzten Woche erläutert, jetzt kommt die nächste Folie. Genau. Wie schon in der letzten Woche erläutert, spricht Jesus seine Gleichnisse nicht im luftleeren Raum, sondern in jeweils einer konkreten Situation und mit einem speziellen Hintergrund. Die konkrete Situation ist sozusagen die Frage des Petrus, deswegen habe ich mal so ein Fragezeichen gemacht. Und darauf antwortet Jesus dann
konkret mit einem Satz und veranschaulicht das durch ein Gleichnis. Die konkrete Situation ist die Frage des Petrus und Hintergrund ist das, was die Menschen damals zu dem Thema Vergebung wussten bzw. glaubten. Petrus wusste, jetzt kann es weitergehen, genau. Petrus wusste, dass Vergebung eine Eigenschaft Gottes ist. Also, dass wir einen vergebenden, barmherzigen Gott haben. Und er wusste auch, dass die, die ihm nachfolgen, also die Gerechten nannte man sie damals, diesem Beispiel der Vergebung, der Barmherzigkeit folgen sollten. Denn in jeder auch noch so guten Gemeinschaft kann es ja zu Missverständnissen und auch zu Verletzungen kommen. Petrus wusste auch, dass die Pharisäer Vergebung als Beweis persönlicher Rechenschaft forderten. Und die Pharisäer verlangten, dass man einem Missetäter, also einem, der einem schuldig geworden ist, zweimal vergibt. Vielleicht hat Petrus sich dann erinnert, ihr kennt das, wenn einer dich auf die rechte Backe haut, dann halt ihm auch die linke hin. Und dann hat Petrus erstmal gedacht, oh, zweimal, das könnte auch die Forderung Jesu sein. Er wusste aber auch, dass die Pharisäer sozusagen nochmal so eine Steigerung hatten, dass sie nämlich gesagt haben, wer über die pharisäischen Gesetzesauslegungen gut sein will, der soll dreimal vergeben. Also fragt Petrus nun, Herr, wie oft soll ich denn meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Bis siebenmal? Kannst du mal die nächste Folie zeigen? Also, ich glaube, wenn ich so dargestellt habe, versteht ihr jetzt, unser Petrus kommt wieder vor. Zweifellos würde siebenmal das Maß der Pharisäer weit übertreffen, die ja gesagt haben, zweimal ist schon super, dreimal wäre schon richtig gut und Petrus dann, ach, dann nehmen wir gleich mal sieben, das müsste doch Jesus gefallen. Wir sehen also wieder unseren übereifrigen Petrus am Werk. Doch, Jesus antwortet, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 mal. Dem jüdischen Sprachgebrauch gemäß bedeutet das 70 mal 7 mal unzählige Male. Immer und immer wieder sollst du und müsstest du dem Menschen, dem gleichen Menschen, immer und immer wieder vergeben, wenn er an dir schuldig wird. Und zwar ohne zu zählen, wie oft schon Vergebung gesucht und gewährt worden ist. Und um dies jetzt zu veranschaulichen, dass du immer wieder vergeben sollst, egal was passiert, erzählt Jesus das heutige Gleichnis. Wie gesagt, der zweite Aspekt des Gleichnisses aus der Finanzwelt war ja das normale Vorgehen damals und nicht anstößig. Doch Jesus holt nun dieses vertraute System aus dem Finanzalltag in einen neuen geistlichen Rahmen und stellt der Schuldhaft den Schuldenerlass gegenüber, wobei die Zahlenwerte des Geldes der Veranschaulichung dienen. Und deswegen gucken wir uns die jetzt mal an. Also, es ist von einem Mann die Rede, der 10.000 Zentner Silber an Schulden angehäuft hat. Ich habe mal ganz viel Silber im Hintergrund gemacht. Das sind heute umgerechnet ungefähr 12 Milliarden Euro. So, jetzt ist das wichtig. Zu damaligen Zeiten, das war eine unmögliche Summe. Um das zurückzubezahlen, müsste ein Mensch, ich habe es hingeschrieben, 400.000 Jahre Lohn abtreten. So, jetzt fragt man sich erstens, wie ist es überhaupt möglich, dass eine Einzelperson zu solch einem immensen Schuldenberg kommt? Und das Zweite ist, man erkennt sofort, der Schuldner kann nicht so lange leben, 400.000 Jahre, um diese Schuld jemals zu begleichen. Das ist absichtlich, dass Jesus das so macht. Das ist riesig. Dennoch bittet nun unser Schuldner um Aufschub, obwohl er weiß, nie und nimmer kann er diese Schuld abtragen.
Aber der König in unserem Gleichnis ist so großzügig, dass er ihm kurzerhand die gigantische Summe erlässt. Was mag das für ein König sein? Und was ist mit dem Schuldner? Statt sein Leben als Sklave verbringen zu müssen, wird er in die Freiheit gesetzt. Ihm wird Lebenszeit, ihm werden Möglichkeiten in ungeahntem Maße geschenkt. Statt einer Sklavenexistenz wartet nun auf den Schuldner die Existenz eines freien Menschen. Wow! An dieser Stelle können wir schon einmal festhalten. Die göttliche Vergebungsbereitschaft ist grenzenlos. Gott hat keine Obergrenze für die Sünde festgelegt. Es gibt keine Marke, über die hinaus die Vergebung nicht mehr greift. Etwa so, noch eine Sünde mehr in deinem Leben und dann nicht mehr. Nein, es gibt kein Limit und die Vergebung bleibt wirksam. Wir erfahren also hier etwas von der unvorstellbar großen Barmherzigkeit Gottes, die jedem von uns gilt. Jedem. Es tut so gut, hier zunächst zu erfahren, dass der Schuldner statt mit einem strengen Gericht mit der Macht der Liebe konfrontiert wird. Die Kraft der Liebe Gottes überwindet alles. Schuld wird vergeben, Neuanfang ist möglich. Statt Gefangenschaft, Demütigung und Verurteilung werden wir freigelassen. Wo alles verwirkt schien, öffnen sich ungeahnte Perspektiven. Das Lied »Mir ist Erbarmung widerfahren« fällt mir immer in diesem Moment ein. Was heißt das, dass Gott alles nimmt, was mich und ihn voneinander trennt? Wie wundervoll. Nun könnte der Schuldner in unserem Gleichnis hinausgehen und vor Freude die ganze Welt umarmen. Boah, ich habe einen König, ich habe einen Gott, der meint es so gut mit mir, der hat alles weggenommen, was da stört in dieser Beziehung. Und ich bin frei. Er könnte mit seinen Mitknechten ein Jubelfest feiern. Und das war ja damals so, die haben mindestens 3 Tage gefeiert und das war so richtig cool. Aber es geschieht etwas völlig anderes. Auch er geht hinaus, ja. Doch unmittelbar nach der großen Gnade, die ihm widerfahren ist, trifft er nun einen Mitknecht, der ihm 100 Dinare schuldet. Hab das jetzt mal aufgeschrieben. 100 Dinare bedeutet 100 Tagelöhne. Also das würde man hinkriegen, wenn man 100 Tage lang auf sein Gehalt verzichten würde. Wir erinnern uns noch einmal, im Vergleich dazu hatte er selbst 400.000 Jahreslöhne Schulden. Also etwas, was man nie hinkriegen könnte. Die Zahlen sind so schön. Jesus macht das so cool, finde ich, wie er diese Zahlen gegeneinander stellt und die damaligen Hörer wussten sofort, boah, das geht ja gar nicht. Wie gering ist das, was der Mitknecht an Schuld hat? Es ist 1000% von dem, der vorher die andere Schuld hatte. Dass der Mitknecht nun mit denselben Worten fleht, wie er es vorher beim König tat, ist kein Zufall. Er fällt vor ihm nieder und bittet um Geduld. Und jetzt fragt man sich, wir haben die Geschichte ja eben gehört, wie kann der Knecht, der noch unter dem unmittelbaren Eindruck des unverhofften Schuldenerlasses stehen müsste, seinem Mitknecht den Erlass einer vergleichsweise geringen Schuld verweigern und ihn nun seinerseits ins Gefängnis werfen? Das ist unbarmherzig, gnadenlos und zeugt von einem kalten Herzen. Ich denke mal, es ist überdeutlich, was Jesus uns allen damit sagen möchte. Dennoch mag uns der weitere Verlauf und vor allem der Ausgang des Gleichnisses eher befremdlich erscheinen, erschrecken. Denn es kommen ja nun in der Geschichte Beobachter ins Spiel, die mit ansehen mussten, wie dieser kaltherzige Knecht seinen Mitknechten ins Gefängnis werfen ließ. Sie berichten dem König von ihrer Beobachtung. Der lässt nun den Mann zu sich kommen und wirft ihn seinerseits ins Gefängnis. Ja, mehr noch, er liefert ihn seinen Peinigern aus, heißt es.
Ich will es mal so ausdrücken. Jesus leistet es sich hier, kein Happy End zu erzählen. Das macht seine Geschichte so real und so ernst. Gerade diese letzte Szene kann uns erschrecken. Können wir die erfahrene Vergebung von Gott wieder verspielen? Können wir unseres Heiles doch nicht ganz gewiss sein? Hängt unser Heil also auch von unserem Tun bzw. von unserem Nicht-Tun ab? Wie ist das hier genau zu verstehen? Nun, das Hauptproblem in unserer Geschichte ist nicht nur, dass der Knecht seinem Mitknechten nicht vergeben konnte. Das ist uns ja klar. Das Hauptproblem ist, dass er das Maß der Vergebungsbereitschaft des Königs bzw. der Barmherzigkeit Gottes nicht erkannt hat. Gott hat ihm die Freiheit geschenkt und er tut so, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Erst wer erkennt, dass er das nicht verdient hat, kann das Erbarmen Gottes in seiner Größe erst richtig verstehen. Ich weiß nicht, wann ihr alle zum ersten Mal Gott begegnet seid. Jeder hat so seine Zeit gehabt. Manchmal hat es sehr lange gedauert, bis man Gott für sich erkannt hat. Manchmal ging es ganz schnell. Jeder hat seinen eigenen Weg. Aber ich glaube, am Anfang jeder Beziehung mit Gott stand dieses Erschrecken. Bei mir war das wenigstens so, dass der heilige Gott und ich kleiner Mensch. Und in diesem Erschrecken, dass ich Gott nichts zu bieten habe, in diesem Erschrecken wurde etwas neu bei mir. Und mein Weg hat sich verändert. Diese Erkenntnis, dass ich eigentlich mit nichts Gott gerecht werden kann, diese Erkenntnis fehlt dem Knecht. Das wird auch daran deutlich, dass er das Geschuldete selber, also aus eigener Kraftanschränkung, zurückbezahlen will und gar nicht merkt, dass das gar nicht geht, dass das Illusion ist. Da ist auch nicht einer, der vor Gott aus eigenen Stücken gerecht ist. Denkt bitte an Martin Luther. Was der nicht alles versucht hat, Gott gerecht zu werden. Der ist sogar auf den Knien die Treppe am Petersdom hoch und runter gerutscht. Der hat ständig alle Sünden seinem Beichtvater vorgebracht. Der hat dann irgendwann gesagt, das sind Puppensünden, was du da alles nennst. Aber er meinte, ich muss frei werden, ich muss Gott gefallen. Ich muss ihm gerecht werden. Und denkt daran, wie dann seine bahnbrechende Erkenntnis entstand, dass er festgestellt hat, nur Gott selbst kann mich gerecht machen. Nur der König kann mir das nehmen. Der König kann die Summe wegtun, diese 400.000 Jahreslöhne, die kein Mensch im Leben bezahlen kann. Wie der König in unserem Gleichnis, der voller Barmherzigkeit alles erlässt. Keiner von uns ist frei von Schuld, auch wenn wir manchmal glauben, wir führen doch alle ein gutes Leben. Ich höre das leider oft so, wenn es in Gesprächen darum geht, wie ist das denn mit meinem Glauben, dass die Leute sagen, naja, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Aber darum geht es nicht. Beim Erbarmen Gottes geht es nicht darum, dass wir ein guter Mensch sind, sondern dass wir feststellen, ich werde dem Heiligen nicht gerecht. Keiner von uns ist gut. Überlegt mal selber, nur heute Morgen, wo schon wieder Gedanken waren, die nicht gut waren, wo schon wieder vielleicht irgendwas war, wo ihr krummelig wart. Ihr könnt den ganzen Tag durchgehen. Keiner von uns besteht auch nur einen einzigen Tag vor Gott, in dem er gut ist. Da ist auch nicht einer, der vor Gott aus eigenen Stücken gerecht ist. Vergebung hat auch immer etwas mit unserem Heil zu tun. Und wenn man so will, provoziert Jesus mit diesem Gleichnis eine Herzumwandlung. Jetzt kommt unser Herz. Das heißt, wenn ich dem König begegne, wenn ich Gott dem Allerheiligsten begegne, in seiner großen Barmherzigkeit, dann kann mein Herz nicht so bleiben, wie es ist. Wenn ich das erfahren habe, dass er alles nehmen will, was mich von ihm trennt, dann kann es nicht so bleiben. Der Schuldner in unserem Gleichnis hat offensichtlich die Begegnung mit dem König nicht als Veränderung des Herzens erfahren.
Er hat das große Geschenk des Schuldenerlasses und seiner Freiheit nicht als Geschenk Gottes, als Gnade angenommen. Und deshalb konnte er auch nicht gnädig sein. Das ist das Thema. Und ich glaube, heute Morgen muss jeder nochmal für sich fragen, habe ich eigentlich die Barmherzigkeit in meinem Leben von Gott schon angenommen? Habe ich schon vor Gott kapituliert und gesagt, ich kann es eigentlich nicht, bin ich gerecht? Den König kennen und anderen dann nicht zu vergeben, ist nämlich eine Unmöglichkeit. Denn im Himmel werden wir einst lauter Sündern begegnen. Und zwar von einer ganz besonderen Sorte. Es sind alle begnadigte Sünder. Genau dies hatte der Scheiksknecht, so wie er auch genannt wird, nicht im Herzen begriffen. Ein harter Gedanke, der uns trifft, finde ich. Wie oft sagen wir, die oder der ist für mich gestorben. Kennt ihr, hm? Oder mit dem oder der rede ich nicht mehr. Oder die oder der soll mir bitte nicht mal unter die Augen kommen. Kein Wort mehr. Verschwinde aus meinem Leben. Du bist tot für mich, um es zu übertreiben. Vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unser versteinertes Herz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Diese Bitte kennen wir aus dem Vaterunser. Und ihr merkt, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wie gesagt, Gott nimmt die größte Schuld von uns immer und immer wieder. Auch da gilt es 70 mal 7 mal, also unendlich. Du kannst jeden Tag Gott dein Leben hinhalten und er wird jeden Tag sagen, komm in meine Arme, ich bin dein Vater, erbarm für dich. Und Gott weiß auch um alle Tränen und wie es uns manchmal schwerfällt, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir vielleicht gemobbt worden sind, wenn jemand uns bis aufs Blut reizt und verletzt. Er weiß darum und will uns die Kraft geben mit seiner Barmherzigkeit, die er durch unser Herz fließen lassen will, auch dem anderen Vergebung zuteilwerden zu lassen. Er kann uns dazu fähig machen. Ich weiß von mir selber, ich schaffe das nicht immer. Also ich habe auch so ein paar auf meiner Liste, meiner roten Liste, wo ich denke, wenn ich dem begegne. Aber ich weiß, er kann es. Und unsere Pflicht als Christen ist nicht alles zu können, sondern es Gott zu bringen und zu sagen, Herr, jetzt kann ich nicht richtig vergeben, aber ich will es, weil du gesagt hast, dass du das auch willst, dass das zusammengehört. Du hast mir vergeben, also hilf mir auch, den anderen zu vergeben. Denn eins ist klar, im Himmel gibt es kein Nachtragen, kein Hinterhertragen von Schuld. Im Himmel geht alles zuerst durch das Nadelöhr der Vergebung. Sind auch wir bereit dazu? Und in diesen Tagen kann man auch sagen, wem müssten wir jetzt in diesen Tagen besonders vergeben? Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.